Hallo, einen schönen guten Tag. Wir sind wieder zurück. Es ist doch nachts. Ich bin irgendwie in der Ortschaft weitergefahren. Asak wollte jetzt nachts Schatz suchen. Ja, ich suche jetzt Schätze. Ich bin daheim gewesen. Da ist Santa Claus. Wiedersehen, Sandmann. Ich habe hier eine Mini-Apotheke gefunden und da versuche ich jetzt gerade mal reinzugehen. Ah. Also weißt du, diese weißen Western. Ja, super. Hauptsache, da ist was drin. Ja, ich hoffe nicht erstmal, weil es ist Nacht, ne? Achso. Wer war denn das von euch beiden? Das war der Lan. Lan. Ja. Das Grinsen sehe ich doch bis hierhin. Also ganz unschuldig bist du jetzt aber auch nicht. Ja, Lan ist nicht unschuldig, das stimmt. Nee, Peanut ist unterwegs. Unschuldig kann ich mich nicht nennen. Himum, was? Himyam, hi. Abend. Ja, Peanuts. Wir haben die Kreisschrift draußen weg, ne? Ich bin nicht mehr draußen. Also ich bin schon draußen, aber weit weg. Nö, Alter, du kannst warten, bis er in die Spikes gerannt ist, dann ist Ruhe. Ich kenne die schon. Kennst du eine, kennst du alle, weißt du. Sind immer so laut, ne? Hm. Ja. So, wir werden natürlich morgen früh dann zum Händler abklappern. Natürlich nach dem Medikit suchen, aber was denn sonst? So, hier ist irgendwo der Schatz. Oh, es muss doch irgendwo mal Medikits geben. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ey. Oh, hier ist ein Panzer. Das ist gut. Den markiere ich mir mal, ne? Panzer ist super. Moment. Safe Waypoint. Puncher. Warte mal. Kann ich gerade mal teilen? In die Richtung? Jedermann, okay. So. Puncher haben wir hier. So, dann ist das ungefähr hier die Mitte. Dann werden wir hier jetzt mal bohren. Moment, sollten da nicht... Ach nee, ein Panzer spawnt ja nichts, ne? Wenn es kein Truppentransporter ist, ja. Nö, der hat ein Rohr. Dann gucke ich mal rein, du. Ins Rohr, mhm. Lan sagt da nichts. Wow, oder das krass. Wahnsinn. Das ist eine Punktlandung, oder? Das ist eine Punktlandung. Danke für den Schatz. Wenn ich da nicht reingeguckt hätte, dann hätte ich nie gesehen, dass der ein anderer gemacht. Eine Konservendose nur drin hat. So ein Scheiß. Ich bohre direkt zwei tief und habe direkt den Schatz gefunden. Ist doch geil, oder? Das passiert ja auch nur, wenn du perfekt ausgerüsteten Bohrer hast. Wenn du da stehst mit der Steinschaufel, bist du totaler Anfänger, findest das Ding nie. Ja? Dann ist es überall nur nicht da. So, wenn du mit normalen Eisenschaufel dann nein, genau sind, über der Kiste stehst und zwar mal reinschippst, hast du ja auch. Ja, aber das passiert dir dann nicht. Das passiert dir dann nicht. Das passiert dir nur. Ja, klar. Murphy's ja, Law, ne? Nur wenn du komplett ausgerüstet bist, dann passiert dir sowas. Jetzt habe ich es auch kapiert, wie du es gemeint hast. Ja, okay. Ja, das stimmt. So, nächster Schatz, los geht's. Also dann wenn es auch Zeit gehabt hätte, ne? Richtig. Egal, wenn du 8 Blocks weiter liegt. Richtig, genau. Genau, aber als Anfänger, wenn du es am dringendsten brauchst und wenn du nichts hast, dann findest du das Dreck dir, dann musst du den halben Fußballfeld umgraben, weißt du? So sieht's aus. Bitte eine Schweigeminute für den Haus, echt? Warum? Warum? Warum komme ich denn hier nicht mal hoch? Ich komme den Berg nicht hoch. Was ist denn das für eine Steigung hier? Das ist doch keine Straße. Manche Straßen sind steiler als andere. Ja, nein, aber nein, das hier ist ja versenkrecht. Ich cheate nicht, nein. Das Husten war jetzt nicht förderlich. Ja, ich sag ja gleich gar nichts mehr. Das ist furchtbar. Wird alles gegen mich ausgelegt. Schlimm. Sowieso. Ja. So, ich lasse den Ton mal bewusst leise, weil wir fangen ja gleich wieder an zu bohren. Sobald wir beim Schatz sind. So, jetzt geht's los. Ich muss mich jetzt von irgendwas trennen. 108 Stoff schmeiße ich mal weg und 1900 Steine schmeiße ich mal weg. Und richtig. Einmal Scrap Rubber, ja? Okay. Nix Rubber. Einmal? Ja, du, dann lasse ich wieder die Batterien liegen, wenn hier welche kommen, ne? Ist klar. Okay, dann ein Rubber. Es geht nicht anders. Ja.
Das letzte Mal war die Batterie in 30 Sekunden weggespawnt. Ist in Ordnung. Woran sehe ich, ob der Kühlschrank noch Strom hat? What? Das hörst du vor allen Dingen. Ansonsten schnapp dir ein. Guck die elektrische Leitung an. Da ist ein Schalter. Du hast doch diese Unmengen an Gummi auch nur für deinen Bienenanzug gebraucht, den du gar nicht gebraucht hast, weil ich ja die Bienen Wir brauchen Königin den gefunden auch habe. Für die Lederklamotten noch und so. Ja? Ja, okay. Ja. Das ist noch nicht rum, das Thema. Hat er noch drum? Oha. Wieso? Was ist das Problem Alarm, mit dem Kühlschrank? Das Problem Alarm, ist, dass uns das Fleisch im Kühlschrank wegspoilt. Okay. Ich bin. Aber er ist angeschalten. Wenn er an ist, dann liegt es an was anderem. Mhm. Wenn das Ding Saft hat, hat Saft. Dann eben, ist alles wieso, gut. Wieso eigentlich Palinostrum? Oh nein, bitte nicht der Schatz auf dem Hof. Haus. Das wäre total bescheuert. Warum sollte ich irgendwas gegen dich haben? Ich habe nichts gegen dich. Also jetzt nichts Wirkungsvolles auf jeden Fall auch. Aber das... So. So, Gruß zurück an Alkenhofer. Warum sollte die nicht da sein? Guck mal oben, ob die Solarbänke noch da sind. Warum sollte die weg sein? Verstehe ich nicht. Hat denn jetzt der Kühlschrank noch Strom oder wenn er noch Saft hat, ist noch alles da. Dann ist alles cool. Solarbänke sind noch da. Ja, und Batteriebänke auch, ja? Zwei Stück. Und da ist auch was drin. Drei Stück. Da sind Batterien drin. Ja. Und die haben noch Lebenszeichen, ja? Lebensbalken. Der eine, der ist komplett angeschlossen. Da steht einschalten. Heißt das, der ist ausgeschalten? Probier's mal. Der Kühlschrank bei der Gärtnerin oder welcher? Den kann ich nicht einschalten, warum auch immer. Okay, ich kümmere mich drum, wenn ich zu Hause bin. Du kannst ja mal so. Schau mir das dann auch mal an. Du kannst ja mal so ein Verbindewerkzeug in die Hand nehmen, gucken, ob die Stromleitungen Strom führen. Also, ob die angeschlossen sind. Dann leuchten die Blinken. Ich hab einen Verdacht bei uns Licht. Warte, gib mir mal eine Minute. Ja. Die hinterlassen dann ja so eine gelb-weiß blinkende Linie, weißt du? Das siehst du aber nur, wenn das Verbindertool in der Hand hält. Ja, ich schau dann mal. Wir können ja sonst erst keine Begrüßung vorhin, keine von Horst. Und er fragt, wer nochmal, warum eine Schweigeminute? Ah, da ist die Kiste. Ich muss auch was nehmen. Ich habe bestimmt jetzt 30 Leute oder 20 irgendwie auch nicht gesehen, dass sie da sind oder begrüßt dann. Ich bin momentan froh, wenn ich auf irgendwas, wenn es im Chat steht, mal reagieren kann, sage ich mal. Tut mir aber leid. Also meins ist wahrscheinlich auch nicht ganz ernst. Wusstest du, wenn du eine Mini-Nuke-Züge hast, gibt es auch einen kleinen nuklearen Holocaust? Okay, ich weiß, woran es lag. Ja, ich weiß nicht, dass die Mini-Nuke nicht so geschafft hat. Sie stand unter Wasser. Wie stand unter Wasser? Ich habe an diese Wand Wasser quasi hingekippt und das ist auch zu weit nach rechts geflossen und hat die Batterie quasi unter Wasser gesetzt. Oh. Dadurch ist sie ausgegangen. Aha. Ich verstehe. Weil ich mache da immer das Wasser hin, um die Eimer wieder neu aufzufüllen. Dann halt war cool. Das wohl keine richtige Nasszelle. Ja, ich guck mal halt, dass du sie irgendwie dann isolierst, dass sie nicht nochmal verschwemmt werden. Oder setzt davor halt irgendwas. Aber es ist interessant, dass durch so eine Aktion sozusagen die Batterien dann abschalten. Mhm. Interessant. Ja, muss ja. Man, das wusste ich auch noch nicht. Also man erfährt immer noch mal was Neues. Noch ein Panzer. Das ist ja cool. Ich hoffe, der hat mehr als eine Konservendose drin. Zwei Mining-Helme. Ich sag mal, das Spiel will mich doch trollen, oder? Die brauchen wir da auch nicht. Warum kriege ich denn so einen Schrott immer aus Panzern?
Die sind ganz schön teuer, die Mining-Hände, was, wenn man die verkauft. Wir nehmen vielleicht doch einen mit. Meine Güte. Wir weiter nach Osten. Das ist gut, genau, da will ich auch lang. So, alles klar, danke für den Hinweis. Schön auf, mein Chat passt schön auf. Ich habe die Lautstärke scheinbar ein Stück zu wenig gesetzt. Jetzt müsste es passen. Ich bin mal für 3 Minuten AFK. Mein Hund alles hat klar. Mir gezeigt, dass er Hunger hat. Ja. Mhm. Das ist, wenn die an einem Zeh lutschen. Dann weißt du, das Tier hat Kohldampf. So. Ist das so, ja? Nein. Das ist ich jetzt frei nicht. Erfunden. Kann ja sein. Aber ich fand es gerade plausibel. Ich finde, deshalb frage ich auch. Das klingt für mich total logisch. Also es ist wirklich so, dass Hunde dann mal am Fuß lecken, aber das hat andere Gründe. Welche? Durst. Nein, das hat Geruchsgründe. Gerade okay. Wenn du vom Bad kommst, wenn du frisch gebadet hast oder so, dann geht's da los. So, das ist alles Händlerkram und das kann noch... Eben, ich bekomme nicht mal Trinken mit. Das ist genau 10 Minuten lang. Bandit hatte absolut recht. Das Bier hätte trinken sollen. Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Ich habe einen Mining-Händler für mitgenommen. Achso, ich habe 2 Bier weggekippt. Ich kriege jetzt gerade echt Ärger im Chat gerade. Ja, richtig so. Ja, richtig so. So, ich muss jetzt erstmal die Erkältung auskurieren. Ich wollte jetzt fast sagen, ich bin voll, aber es könnte den falschen Eindruck hinterlassen, gerade wo es hier auch um Bier geht. Ja. Was ist denn das hier wieder für ein Abhang? Die Katze leckt dir die Beine ab, wenn du aus der Wanne kommst. Mach dir mal Gedanken darüber. Bitte mehr Bier wegstellen. Genau, weil du immer in Milch badest. Oh, ich habe da letztens ein süßes Katzenvideo gesehen. Ich meine, momentan haben wir ja gerade mal ein klein bisschen Zeit, da können wir ja quatschen. Ja, das hat eine Frau aufgenommen, die lag in der Wanne. Ja. Und eine Das hat, klingt ja schon mal vielversprechend, das Video. Nee, die hat es ja gefilmt. Und ein Arm hing so aus der Wanne raus. Ja. Und nebendran war so ein Hocker. Und da war die Katze, es war eine kleine Katze, und die hat versucht, die Frau zu retten, weil die ja im Wasser war. Hat an dem Arm, hat sie reingebissen, hat versucht, sie auch mit der Pfote rauszuziehen. Und dann hat sie es war total geil, die hat richtig Panik gehabt. Hat die den Arm ein Stück nach draußen, ja, und dann ist sie wieder ein Stück zurück. Da hat die Katze wieder geschrien, hat nach dem Arm gekrallt und hat versucht, die Frau zu retten. Ich hab gedacht, oh, ist das süß, das ist so goldig. Die Kleine, ey, die checkt es nicht. Ja, die hat gedacht, die ertrinkt. Oh. Hat die sich bemüht, die Frau aus dem Wasser zu ziehen? Oh, es war so goldig gewesen. Jerry, danke für den Follow. Vielen lieben Dank. Willkommen im Team, willkommen in der Community. Ausrufezeichen 2 ist der Multistream. Das war ein süßes Katzenvideo. Ich stehe auf Katzenvideos, muss man sagen. Gibt total bescheuerte, gibt auch welche, wo man sagt, na, ob das Tier das freiwillig gemacht hat. Aber es gibt echt ganz süße Dinger. Und das war so eins. Süß. Das war echt goldig. Da ging mir so ein bisschen das Herz auf. Oh Mann, Leute, geh mir auf den Sack. Ich will einen Screenshot von diesem Auto machen. Wie kommt... So, wo haben wir denn die Regenwürmer hin? Nun ist aber mal gut hier. Ich stehe ja vor so einem Abschleppauto, weißt du? Nein, weiß ich nicht. Jetzt weißt du es. Ich stehe vor so einem Abschleppauto. Ja. Ja, und es ist... Okay, es hat kein Spezial-Loot. Ich weiß nicht, ob mit den Dingern was ist. Es spawnt auch nichts dran. Ich hätte jetzt gedacht, du erzählst mir jetzt was zu dem Abschleppwagen. Nee. Was denn? Ich kenne den ja gar nicht. Das ist so wie dieses... Läuft? Sagt die Frau zu ihrem Mann. Schatz, du weißt du, unser Nachbar, ne? Jeden Morgen, wenn der Mann zur Arbeit geht, nimmt er seine Frau zärtlich in den Arm und sagt, ich liebe dich. Warum machst du das nicht? Ja, natürlich, ich kenne die Frau ja gar nicht richtig. Der ist nett. Ja, der ist nett. Ist das sowas, weißt du, sowas? Wenn man das einmal in der Praxis anwenden kann, ich weiß nicht, ob ich mich da zurückhalten könnte an der Stelle. So hatte ich das gemeint.
Jetzt kannst du da Wasser auskippen, wie du willst. Kann nichts passieren. Die Nacht ist ganz schön lang, ne? So. Geht so. Leg dir den Fotosimulator zu. So sieht's aus. So, Diamanten heben wir auf. Und... Was jetzt, weißt du's? Ja, was? Das ist... Es regnet bei euch? Jetzt ernsthaft zu Hause oder wieder in Conan? Also wenn es bei euch zu Hause regnet, wäre das... Wow. Ah, da ist er. Wow. Oh, du kleine... Viel Biomschwankungen. Das ist der kürzeste Weg nach Hause. Ich habe hier ein Höhengefälle, das ist unglaublich, Asrak. Mhm. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ab. Aber kein verbranntes Biom gesehen. In Berlin? Nee, habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht. War für dich perfektes Blutwetter. Oh, Konsolenfehler. Okay. Läuft. Mhm. Ich bin Lan, ich bin gerade am Abernten. Ja. Mhm. Überhaupt nach Hause. Okay. Gut, dann versuchen wir außen mal um den See rumzufahren. Mal gucken, wie groß der ist. Eine Straße geht da ja rüber. Mal schauen. Also ich habe ja noch einen ziemlich großen See gefunden. Mhm. Oh, hier ist das ganze Wasser weg. See im Grasland. Vielleicht gibt es da ja dann auch mal Kokos oder Angler. Momentan sehe ich bei den Nebeln nicht allzu viel. Ah, der See ist noch länger, größer. Hier ist eine Straße, die rüber geht. Ist gut. Dann nehmen wir die noch. So, jetzt will ich mal wieder nach Hause kommen hier. Was haben wir? Tag 4. An Tag 7 kommt die Horde, ne? Ja, oh, das, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, Potassium möchte ich eigentlich ganz gerne mal. Habt ihr mal geguckt wegen Schwarzpulver oder so? Oder hatte ich wieder haben? Ich glaube, noch 1000 oder sowas hatten wir, ne? Ja. Habt ihr dir doch gesagt, dass wir 1800 Schwarzpulver noch haben und 600 Potassium? Lan, ich packe dir die Ernte gerade in den Kühlschrank, wenn du willst. Da ist es sicher. Wir haben nur 8 Tomaten, ne? Also jetzt frisch geerntet. Nein, du hast eine Tomatenpflanze übersehen. Ich habe noch 4. Ja, okay. Und das nur aus diesem einen Samen, den ich da letztens mitgebracht habe? Ja, wir haben ihn ja vermehrt, wollten wir ja. Ja, 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 aber das ist doch schon mal ganz ordentlich, sag ich mal. Mhm. Soll ich die 8 Tomaten zusammen machen gerade? Mhm. Die 4. Pack's in den Kühlschrank, ich nehm's mir dann raus. Alles klar, ich pack die Samen da rein. Den Zucker und die Sonnenblumen tue ich hier drüben zum Saatgut. Ja, Zucker sieht gut aus wieder. Sonnenblumen und Weizen müssen bei Gelegenheit. Ich habe hier drüben beim Saatgut auch 30 Zwiebeln, 60 Auberginen, 32 Pilzsamen, Aloe Vera Samen 51, Pfeffer 112. Und ja, der Rest müsste sich dann drüben ergeben, aus den Sachen, die im Kühlschrank sind. Alles klar. Ich habe oben auf dem Dach auch ein paar Kisten gemacht und ausgekleidet, damit das Wasser nicht nochmal reinschwappt. Okay. Nur als Sicherheit. Wo wohne ich denn? Ach, bitte? Da! Ich suche gerade unser Haus. Ich. Mann, bin ich weit weg. Okay. Ja, dann. Puh.
Wer hat sich denn da ein Time? Joachim wieder. Hm, fahren wir dann da lang? Kommst du aus Südhessen? Hm. Ja, das kann man so sagen. 15 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt. Hesse ist doch die, schön. Die Drogen erwähne ich nicht. Nashimai kennt er ja, ne? Weiß er ja, ne? Kann schon einen durchziehen. Ist die Apokalypse, sind wir jetzt nicht so hinterher. Also das ist jetzt nicht so. So, ich werde aber jetzt erstmal diesen Schatz heben. Und dann fahren wir zum Händler. Das ist das Programm, was wir jetzt machen. Den Schatz holen wir jetzt auf die Schnelle. Okay, ich habe ein zerstörtes Biom größeres gefunden. Da ist eine Stadt drin. Okay. Und hier ist auch irgendwo ein Händler, wenn das da hinten ein Händler ist und mich nicht gleich über den Haufen geschossen werde. Wollen wir mal gucken. Ja, ich hatte eben auch das Vergnügen. Es sah aus wie ein Händler und die Schießerei ging los. Wow, hier ist ein Zombiebär. Ja. Drin. Denk dran, du bist... Der scheint aber ganz zahm zu sein. Du. Zombiebär und zahm. Die zwei Sachen schließen sich direkt aus. Ich bin nicht weit weg von ihm. Mhm. Ich höre dein Geschrei jetzt schon. Ich mache ein Foto gerade. Mhm. Ich steige aber nicht ab vom Minibike. Aha. So blöd bin ich hier auch nicht. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, hier zu diesem vermeintlichen Händler zu fahren, weil da müsste ich über das... Vorsicht Nein. vor diesen Banditen mit ihren harten Schusswaffen. Ach ja, Schande. Ne, du erinnerst dich, da war was. Ich erinnere mich. Ich muss da mal was trinken. Ich muss jetzt erstmal warten, bis ich hier durch bin. Ach, es geht auch direkt ins Schneebium über. Okay. Oh, hier ist noch ein Pop-in-Pilz. Mhm. Da würde ich ganz gerne eben rein. Okay. Ich glaube, ich muss mal neu connecten, weil ich kann kein Gerät mehr Alles klar. mit dem Konsolenfehler. Mhm. So, dann ist hier ungefähr die Mitte. Ach, da ist der Schatz. Weißt du, das ist jetzt Rekord. Ein Loch gebohrt und schon den Schatz gefunden. Nee, ist nicht wahr. Ich hatte auch schon mal einfach so eine schräge Lücke. Da konnte ich ihn direkt durchschimmern sehen. Da habe ich überhaupt nicht bohren müssen. Das ist doch die passende Munition für mich. Es läuft doch wie die Hölle, ey. Es läuft wie die Hölle. Komm, wir gehen zum Händler. Also wirklich. Was kann man noch erwarten? Jetzt kommen gleich wieder die Sprüche. Lacker, Cheater, was weiß ich. Ihr seht, so kann es kommen. First Aid Kit. Oh Gott, sehr gut. Jetzt müssen wir mal eben kurz drüber sprechen, was ich wegschmeiße aus dem Minibike. Ich habe 73 Blei, könnte ich wegschmeißen. Ein Salz könnte ich wegschmeißen. Salz weg. Okay, 1700 Sand können wir auch weghauen, würde ich sagen. Sand kann auch weg, ja. Ah, ne, hör mal, Jod kann ich doch weghauen. Haben wir doch noch auch, 74 all, Jod. All das kannst du, aber Sand als erstes. Ja, so. Yeah. Scrap Plastic lasse ich. Die Medical Scissors. Brauchen wir da nochmal eine von? Wir haben bereits einmal Medical Scissors. Da brauchen wir eigentlich keine zweite von. Ne? Ja, kannst du auch scrappen. Ja, scrappen. Ich habe eben geguckt, wir haben eine drin. Alles gut. Nee, wir haben eine drin. Ja, einen Plastiksoldaten behalte ich. Das kannst du auch wegwerfen. Na, die habe ich schon so oft gescrappt. Haben wir noch Plastiksoldaten? Brauchen wir für diese Quest? Wir haben nur noch Eisensoldaten. Nee, wir haben in der Kiste oben haben wir drei verschiedene Soldatenarten. Da bin ich mir aber ganz sicher irgendwo so. Also zumindest habe ich die jetzt nicht. Oder Spinnenbaum. Skorpion? Zumindest hatte ich die nicht gespürt. Gott, oh Gott, das ist ein Viehzeug hier. Oh, eine Kuh. Das kann weg. Die Wrench kann weg. Antibiotika, Painkiller. So, der Händler macht doch gleich. Ich nehme ja jetzt hier drin natürlich auch noch Sachen auf, die bei mir dann halt stacken, ne? Deshalb. Ja, ja. Versuche ich gerade hier. Aber so die halbe Apotheke dann nicht mitzunehmen, wäre auch ärgerlich. Ja. So, ein First Aid Kit, Vitamine und medizinische Schere. Haben wir doch gerade gesagt, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Oder stacken die? Warte mal, wenn die stacken, nehme ich sie mit. Ja, die stacken. Okay, ist in Ordnung.
Also, das wäre dann, du hast ein weiteres First Aid Kit gefunden. Das heißt, dann haben wir jetzt drei, weil zwei haben wir daheim. Oh, Spucker und eine Göre. Göre, scheiße. Und mal hier schnell looten, bevor die mir das Ding ja kaputt spucken. Das wäre doof. Noch ein First Aid Kit. Oh, es läuft. Jetzt läuft's. Ich muss sehen, dass ich muss erstmal hier raus. Hier ist ein Spucker drin. Der soll mir hier nicht alles kaputt spucken. Der muss auf alle Fälle raus. Trader Joe is now open. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir. Salupa, danke für den Follow. Was? Ja, haben wir, ist Zeit rum? Ja, okay, ist dann Zeit musst du... rum. Und dann würde ich sagen... Okay, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn ich hier draußen mit dem Spucker am Hand hier bin. Das okay, tun wir. Bis dann. Lern, mach's gut. Tschö. Tschüss.